Herzlich willkommen zur 19. Folge unserer FM23 Köln-Karriere. Heute spielen wir zwei Bundesligaspiele, einmal zu Hause gegen Leipzig und einmal zu Hause gegen Frankfurt. Werden zwei schwierige Spiele, aber ich hoffe nach den beiden, nach den drei Dämpfern, können wir mal wieder am besten drei Punkte holen irgendwo. Das wäre auf jeden Fall sehr wichtig. Und ich habe vergessen, euch die Stats der einzelnen Spieler zu zeigen, die wir so gekauft haben. Dann mache ich das einfach mal in dieser Folge. Klünter seht ihr hier, da kommt vor allem Schnelligkeit ist sehr gut bei ihm, auch Ausdauer und Grundfitness, also seine physischen Werte sind sehr stark und sonst defensiv glaube ich mit 13 Tackling und ja 9 Passen hat er weniger offensiv, aber 11 Flanken, also Flanken kann er durchaus auch auf unsere großen Spieler abbringen, das ist auf jeden Fall möglich. Reynoso, unser ZOM, der kommt vor allem durch Technik und Passen, was auch Sinn macht bei seiner Position. Aber hat auch einen guten Abschluss. Und sonst halt für einen Zehner halt überall so Durchschnittswerte bis bisschen drüber, weil er auch mehr als ein Durchschnittsspieler ist, würde ich mal sagen. Und sonst noch Krejci. Der hat Einsatzfreude, ist auf jeden Fall sehr hoch und auch Ausdauer. Mut hat er auch viel. Und sonst ähnlich wie bei Reynoso natürlich. Sehr viele so überall ein bisschen gut. Aber Teamwork ist auch nochmal, vor allem bei seiner Position hier auch wichtig. Wir können nochmal auf diese Position hier gucken. Die spielt er ja eigentlich häufiger, denke ich mal. Da kommt vor allem, ja gut, ohne Ball Stellungsspiele sind natürlich dann negativ. Aber das kann man natürlich auch noch verbessern, weil der ist erst 23 Jahre alt. Wir gehen nun in die Pressekonferenz, um Krejci und Reynoso vorzustellen. Wir sind stolz da, nee, wie stolz sind sie darüber, diese Neuverpflichtungen im Verein begrüßen zu können. Ich bin sehr zufrieden, wir haben richtig gute Qualität dazu gewonnen, das kann nur gut sein. Sie erhoffen sich wohl, dass Reynoso in Zukunft einen großen Anteil an den Erfolgen des ersten FC Köln haben wird. Der ist auch direkt einflussreich schon. Das dafür ist doch gar kein Deutsch, kann glaube ich ziemlich gut. Ich hoffe, dass er groß bei uns einschlägt. Und Krejci ist auch schon direkt einflussreich. Wie wichtig wird Krejci als Fundament für die Hintermannschaft des 1. FC Köln Ihrer Meinung nach werden? Das ist unser Ziel. Wir hoffen auf jeden Fall, dass er sich in Zukunft zu einem absoluten Führungsspieler entwickeln wird. Ein einzelner Spieler kann manchmal den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage in einem wichtigen Spiel bedeuten. Ist Reynoso in Ihren Augen ein Spieler dieser Sorte? Er ist ein Siegertyp, deshalb haben wir ihn verpflichtet. Sind Sie zuversichtlich, dass Krejci gute Leistungen auch in den großen und wichtigen Spielen zeigen kann? Ich habe großes Vertrauen in Ladislav und hoffe, dass er überzeugt, wenn es drauf ankommen wird. Welche Reaktion von Seiten des Kaders erwarten Sie nach Verpflichtung von Reynoso? Emanuel gibt unserem Kader mehr Breite und ein gesunder Konkurrenzkampf kann nur etwas Gutes sein. In welcher Position kann Reynoso Ihrer Meinung nach der Mannschaft am besten helfen? Ja, das ist ja offensiv zentral. Krejci ist beim 1. FC Köln der einzige tschechische Spieler. Es kann für ausländische Akteure schwer sein, sich an ein neues Land anzupassen. Wollen Sie einen Landsmann holen, um es ihm einfacher zu machen? Spieler zu kaufen, um anderen Spielern Gesellschaft zu leisten, ist keine gute Idee. Ist es ein Problem, dass Ladislav kein Deutsch spricht? Er kann kicken, das ist die wichtigste Sprache, wir machen uns keine Sorgen. Wird Reynoso durch diesen Wechsel schlussendlich sein Potenzial ausschöpfen können, was ihm schon seine ganze Karriere über bescheinigt wurde? Ich bin überzeugt davon, dass er durch diesen Wechsel sein Talent voll zur Geltung bringen wird. Wir sehen auch, dass Reynoso ein ziemlich guter Freistoß- und Eckenschütze ist. Dann wird er auf jeden Fall mal Freistöße schießen. Als zweite Wahl hinter Kainz. Beziehungsweise dafür, dass er Linksfuß ist, kann er die von rechts auch direkt drauf ballern. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen besser. Und sonst Ecken gucken wir auch nochmal. Aber ja gut, da kann Reynoso sogar vor Hector eigentlich. Aber Hector hat ja eigentlich ganz gut getreten. Deswegen schauen, ja, schauen wir mal. Ich tue mal Reynoso auf Platz 3. So, wir können auf jeden Fall drei neue Änderungen vornehmen. Das werden Reynoso. Wer wird das noch? Reynoso, Krejci und Klünter. Das sollte passen. Klünter zählt ja sogar noch als Eigengewächs. Das passt sogar noch mehr. Das hilft dann auch für die Kaderregistrierung für die nächsten Jahre. Und so sollte das dann, glaube ich, passen. Noah Katterbach kann sogar auch mitspielen, weil er auch unter 21 ist. Also können sogar alle mitmachen. Perfekt.
Andersson ist nochmal unzufrieden, weil wir ihn nicht verkauft haben. Aber ich habe ja eigentlich alles probiert. Ich hatte ihn mehrfach angeboten, habe mehrfach angeboten, auch sein Gehalt zu übernehmen. Aber die Leihangebote waren es dann auch nicht. Dann soll der halt unzufrieden sein. Am Ende der Saison ist er jetzt eh weg. Da können wir nichts mehr machen. Kainz hat sie jetzt verletzt für 3, ja, eher gesagt für 5 bis. Na, wir lassen den Vereinsarzt dran haben für 3 bis 4 Tage. Das heißt, er fällt wahrscheinlich gegen Leipzig aus. So, wir gehen in die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Leipzig. Denken Sie, dass Rose herablassend war, als er über ihr überraschend gutes Abschneiden zuletzt sprach? Nee, also eigentlich nicht. Ich fühlte mich nicht angegriffen. Vielleicht spielen wir wirklich überraschend erfolgreich, aber dann soll das bitte noch lange anhalten. Welche Reaktion erwarten Sie von Ihren Spielern nach dem enttäuschenden Bayern-Spiel? Ich hoffe, es stärkt unsere Entschlossenheit, sodass wir eine positive Reaktion zeigen. Welche Rolle spielte Ihrer Meinung nach Werner bei Leipzigs starker Phase? Sehr gut, er hat 13 Tore und 17 Einsätze, da gibt es gar nichts zu diskutieren, er war herausragend. Kann Adamian heute den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage machen? Er ist ein Spieler, auf den wir uns in solchen Spielen verlassen können. Wie sehen Sie die Probleme von Berlin in der bisherigen Saison? Von Ihnen hatte man ja mehr erwartet, ich habe dazu wirklich nichts zu sagen. Es gab keinen schlechten im Training, Olesen wird gelobt und Thielmann und Kaderbach waren ebenfalls gut dabei. Aufgrund einiger Verletzungen und Sperren sieht unsere Startelf jetzt so aus. Ja, warum der hier noch Bedenken hatte, dass es auf der rechten Verteidigerseite Breite fehlt, obwohl ich ja Klünter geholt habe, weiß ich auch nicht. Aber ja, Almeida rückt wieder in die Startelf, auch sollte kommen, weil die Startelf da Chabot ein bisschen schwächer war. Und Meiner und Adamian kommen verletzungs- und sperrungsbedingt rein. Und dann schauen wir mal, wie wir gegen Leipzig spielen werden. Ich lege die Hände zusammen und sage, wir müssen den Heimvorteil unbedingt voll nutzen, also gehen wir da raus und holen uns den Sieg. Warum konnten sie in letzter Zeit so eine so gute Heimbilanz aufweisen? Es sind die Fans, sie machen diesen Ort so unangenehm für Gastmannschaften. Wo müssen sie sich nach einer enttäuschenden Vorstellung gegen den FC Bayern zuletzt verbessern? Ich will dafür sorgen, dass wir uns auf unseren Spielstil fokussieren. Gegen den FC Bayern war es nicht wirklich der Fall. Lesen heute wieder schwierig. Xaver Schlager jetzt nach links zu Werner. Almeida kommt da nicht richtig hin. Werner zieht in die Mitte. Legt ihn zu Schlager, der zu Dominguez, der wieder zurück zu Werner. Jetzt im Strafraum mit dem Schuss, aber den Ball hat Horn sicher. Skiri jetzt mit dem blöden Fehler. Schlager mit dem Schuss und der sitzt. Das ist halt wieder dämlich. Und so verliert man dann auch Spiele, wenn man so den Ball in der eigenen Hälfte verliert. Und das eigentlich durch so einen gestandenen und erfahrenen Stammspieler wie Skiri ist halt. Der war da nicht mal so. Ja, okay, der war schon in Bedrängnis, aber hatte auf jeden Fall genug Zeit, um den Ball auch vorher wegzuspielen. Unglücklich. Orban mit dem weiten Ball nach links zu Timo Werner, der sehr viel Platz hat, weil Almeida nicht auf der Position steht. Werner kann in die Mitte ziehen, zwei Leute ausdribbeln, aber den Ball schießt er zum Glück übers Tor. Einwurf jetzt durch Guardiol, spielt zu Schlager, aber Reynoso ist da. Können wir kontern? Nein, können wir nicht. Guardiol nochmal. Dominguez mit dem Pass zu Werner, ist zum Strafraum vorm Torwart. Horn mit einer guten Parade, aber abseits. Lindenmeiner jetzt mit dem Sprint über die rechte Seite. Zieht da in den Strafraum. Kann einfach aufs Tor zulaufen, Meiner, aber er haut den leider drüber. Aber die erste richtige Chance mal von uns. Zur Pause steht es 0 zu 1 für Leipzig. Viel ist nicht passiert. Es ist eigentlich eine klassische 0 zu 0 Partie. Nur der Haken ist, dass es nicht 0 zu 0 steht, sondern 1 zu 0 für Leipzig. Ich zeige mit dem Finger und sage, wenn wir nicht schießen, werden wir nicht gewinnen. Das ist von außen extrem frustrierend zu sehen. Und wechsel vielleicht mal, ich schau. Da Almeida wirklich scheiße spielt und und besorgt ist, kommt Klünter in die Partie. Hector mit dem nächsten Versuch. Meiner zieht jetzt in den Strafraum. Meiner mit dem Schuss, aber gehalten von Gulaschi. Jetzt hat sich Reynoso auch noch verletzt. Das ist natürlich super. Wir haben nicht so viele Alternativen, deswegen kommt erstmal Lempalle rein. Und Hector. Ja, was ich hier genau mache, weiß ich auch nicht. Krejci, da der gelb hat, geht raus. Dafür kommt Hector in die Partie und Pedersen darf in die Partie. So, Tigges kommt rein für Adamian, da der echt müde ist. Und es tut schon echt weh, Tigges auf den Flügel zu setzen, weil der ist absolut kein Flügelspieler. Und Chabot kommt rein, weil Soldo echt schwach war. Gut, jetzt zu Adamian. Was macht Adamian draus? Er ist frei vom Tor. Adamian leider daneben. Freistoß jetzt für Leipzig. Nkunku bringt den zu Schlager. Nee, Chabot kann erstmal klären. Guardiol zu Olmo, der mit dem Schuss und. Och du Scheiße.
Horn sieht da richtig dämlich aus. Und das ist so unverdient. Dass die hier überhaupt ein Tor machen, ist schon unverdient. Die haben jetzt das zweite schon gemacht. Also, und dann auch noch so ein dämliches Tor. Olmert, der hat nicht mal so viel Platz, der schießt einfach und keine Ahnung, ey, was Horn da macht. Pedersen jetzt über links, schickt Tigges, der ziemlich langsam ist da auf dem Flügel. Und er wird da weggefault von Klostermann, aber ich weiß nicht, warum es da überhaupt VAR-Check gibt. Das habe ich ja mit blinden Augen gesehen, dass das außerhalb des Strafraums war. Also ich weiß jetzt nicht, was da gecheckt werden muss und gibt natürlich Freistoß, weil, wie gesagt, das hat man sogar blind gesehen. Benno Schmitz verliert den Ball, Hector ist da, und, oh mein Gott, wie kann man den denn da, ja, abseits, aber wie kann man den denn da so reinschieben, wirklich? Simakan jetzt, spielst du Guardiol, Schmitz, Leimer und Szoboszlai Richtung Strafraum mit dem Weitschuss, aber übers Tor. David Raum jetzt in den Freistoß, spielst du Guardiol, der zu Benno Schmitz und der leitet weiter zu Cherbo, ja. Hector mit einem dämlichen Fehler. Olmo jetzt zu De Frutos. Und der Ball kommt da irgendwie zu André Silva. Nee, ich verstehe es nicht, wirklich. Das ist so lächerlich. Was wir hier für Gegentore gefressen haben. Drei Stück, die haben nicht mal ein XG von 1. Wir haben den Ball eigentlich und Hector denkt sich, ja, gebe ich hier Benno Schmitz schon auf dem Köln-Trikot. Und dann hat Chabot den eigentlich, aber hält er seinen Fuß nicht rein und dann kullert er da rein. Das ist wirklich, wirklich schlimm mit anzusehen, was hier passiert. Hector nochmal mit einem Freistoß, wird eh nix und ja, vorbei jetzt. Super. 0,54 XG von Leipzig. Wir haben drei Gegentore bekommen. Ist wirklich klasse. Echt war ein super Spiel. Und selber mit dem 1,12 XG nix angefangen. Klasse. Dafür werfe ich die Arme nach oben und sage, ich bin alles andere als zufrieden. Laut den Zahlen zum Spiel hätten wir gewinnen müssen. Hat dieses Ergebnis zu Überlegungen bezüglich ihrer Herangehensweise funktioniert? Geführt, nicht funktioniert. Ich stürme einfach hinaus bei der Frage. Wir sind jetzt auch mittlerweile schon auf Platz 7 gefallen, stecken jetzt wieder dick im Mittelfeld und Europa rückt jetzt ein bisschen weg erstmal, wenn wir so weiterspielen. Reynoso fällt zum Glück nur 1 bis 3 Tage aus. Wir gehen jetzt in die Pressekonferenz nach dem Spiel gegen RB, auch wenn ich da gar keinen Bock drauf habe, weil jetzt kommen eh nur dämliche Fragen. Aber kann man sagen, dass wir nach diesem Spiel und dieser Leistung wütend sein müssen? Also, solche Fragen meine ich. Gibt es da irgendeine andere Möglichkeit außer wütend? Das Spiel ist vorbei, ich will darüber wirklich nicht weiter diskutieren. Wie haben Sie die heutige Leistung von Schlager gesehen? Er hat sehr gut gespielt und kann mit seiner Leistung zufrieden sein. Danke, dass ihr nur zwei Fragen stellt. Aufgrund der herausragenden Chancenverwertung werde ich ein bisschen häufiger die Chancenverwertung auch trainieren. Auch das Herausarbeiten von Chancen wird einmal mehr trainiert. Dafür haben die weniger Pausen. Aufgrund der letzten 4 Ergebnisse werde ich jetzt eine Mannschaftssitzung einberufen und sage, nehmt euch das Ergebnis nicht zu Herzen, wir waren bislang gut drauf, munter putzen, war ja zum nächsten Spiel. Ich weiß nicht, warum sie uns loben, sagt jetzt Reynoso. Ich hab euch doch gar nicht gelobt, obwohl wir deutlich mehr leisten könnten. Okay. Diese Reaktion überrascht mich etwas, aber ihr habt natürlich alles recht auf eure Meinung. Ich hab das Gefühl, das habe ich schon mal gesagt. Und es hat einen negativen Effekt, aber ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Meine Mannschaftssitzungen sind zwar wieder. Gut, wir gehen in die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Frankfurt. Gerüchten zufolge werden sie mit einem Transfer von Union Berlins offensiven Mittelfeldspieler Möwald in Verbindung gebracht, werden sich dazu offiziell äußern. Vertrag läuft aus, dann sage ich einfach, wir wägen mehrere Optionen ab, er könnte dazugehören. Wie denken Sie, wird Fischer auf die Nachricht reagieren, dass sie mit einem seiner Spieler liebäugeln? Ich glaube nicht, dass es irgendeine Reaktion auslöst. Wie Ihnen sicherlich bewusst ist, verfügt Uth über eine Physis, die im Fußball selten ist. Wie sehr hilft Ihnen das bei der Zusammenstellung Ihrer Mannschaft? Ich kann mich glücklich schätzen, ein spielbestimmendes Talent wie ihn in meiner Mannschaft zu haben. Ja, in dieser Woche nach der schlechten Leistung, der schlechten Mannschaftsansprache gibt es auf jeden Fall einige Leute, die schlecht trainiert haben. Anderson allen voran. Sage ich, bin sehr enttäuscht über ihre mangelhafte Gesamtentwicklung bei den letzten Monaten hinweg. Das sehe ich dann doch anders. Ja, deine Entwicklung war gut, weil du so viele Spiele gemacht hast, ne, und immer gut trainiert hast. Wirklich, du bist so ein. Ich. Nee, also. Nee, komm.
Ich weiß auch nicht. Sie müssen mehr tun, um das hier gebotene Trainingsumfeld optimal zu nutzen. Vielleicht sollte ich mehr aus all dem machen, aber die Kritik fühlt sich immer noch ungerecht an. Ja. Ich schätze sie nicht überzeugt, das ist schade, ja, echt schade. Verpiss dich doch einfach, lass deinen Vertrag auflösen. Reynoso wird auch kritisiert, schon das so als Neuverpflichtung, die, ja, kann ich noch gar nicht. Dann wird Adamian trainiert. Spieler kritisieren, Training und Entwicklung. Hier, ach, er denkt gar nicht, dass er schlecht trainiert hat. Also, ich weiß nicht, was in der Mannschaft gerade los ist. Der eine sagt, ich habe eigentlich voll gut trainiert. Jetzt sagt der andere, ja, ich habe auch gut trainiert, obwohl ihr die schlechtesten 6,5. Das war deine Note, da war deine Note im letzten Spiel besser, Junge. Ich finde, sie setzen nicht zu niedrige Standards. Da stimme ich nicht zu. Ja, klar. Da wirst du verkauft im Sommer, du kleiner. Ja, da muss ich wohl die Ra. Ah, nee, ich will dem nicht drohen. Ich schätze ihn nicht überzeugt, das ist schade. Kann ich Reno so. Na, doch, kann ich? Nee, ich kann unsere Leistung im letzten Spiel kritisieren. Schade. Aber Olesen wird gelobt. Ja. Also einige haben hier richtig Bock, noch mal ein Spiel zu machen, glaube ich. Das wird noch interessant. Gut, ich habe die Aufstellung mal wieder ein bisschen verändert. Gehen wir so in die Partie. Adamian kommt als Strafe gar nicht in den Kader. Katterbach aus. Ja, wir haben einfach zu viele jetzt mittlerweile wieder. Und Anderson. Muss ich, glaube ich, nicht zu sagen, warum der nicht auf der Bank sitzt. Ich balle die Fäuste und sage. Die Fans gehen durch dick und dünn, denkt dran, wenn ihr rausgeht. Wie sehr hoffen Sie, dass Ihr Team heute eine gute Leistung zeigt? Wenn wir das Niveau erreichen, zu dem wir fähig sind, ist alles in Ordnung. Tim Lamperle scheint heute auf einer anderen Position zu spielen. Was ist der Grund dafür? Da altern ergänzende Bemerkungen. Die schlechten Trainingsleistungen von Reynoso. Nicht Reynose, Reynoso. So. Merkst du selber. Krejci jetzt. Treibt den Ball da vorne und spielt zur Lämperle. Lämperle setzt sich da nicht durch. Der Ball wird geklärt zu Thielmann. Der schickt Almeida. Pellegrini ist dran. Nochmal Almeida. Legt den Ball nach hinten zu Thielmann. Skiri jetzt mit dem Weitschuss vielleicht. Mit dem Schuss, der abgeblockt wird, aber Trapp hält. Mario Götze schickt jetzt Boré steil, der da viel zu viel Platz hat. Boré jetzt gegen Horn, aber Horn hält. Hector mit dem Einwurf zu Lämperle. Lämperle setzt sich da gut durch. Stoppt nochmal an, spielt zu Hector. Der kann jetzt den Ball in die Mitte legen, macht er auch zu Uth. Und das ist 1 zu 0. Wichtiges Ding, so früh zu führen. Uth 27. Saisontor schon. Seine Saison ist wirklich geisteskrank gut. Und schön, dass wir führen können. Ich hoffe, das können wir auch halten, weil die Offensive war jetzt auch nicht so ganz unsere Stärke. Die Frage ist, was war unsere Stärke in den letzten Spielen? Ja, das war gut herausgespielt und gut vollendet dann. Sehr schön. Pellegrini jetzt über links für Frankfurt. Krejci kann die Flanke aber abfangen. Jetzt keins zu Lämperle. Lämperle schickt Uth und Uth jetzt alleine vor Trapp. Mag Uth, aber Trapp hält. Thielmann jetzt über die rechte Seite gegen Endicker. Kann er dran vorbeigehen? Nicht so richtig. Bringt trotzdem die Flanke. Die kommt zu Krejci, aber Trapp hat den Ball leider sicher. Zur Pause führen wir verdient mit 1 zu 0, aber das kann auf jeden Fall noch besser werden in Hälfte 2. Ich balle die Fäuste und sage, ich denke, wir machen das gut, aber wir können definitiv noch einen Gang zulegen, um dieses Spiel in die eigenen Hände zu nehmen. Lempalet zu Skiri und Thielmann kann zu Uth weiterleiten. Uth spielt jetzt nach rechts zu Almeida, der sieht, dass Thielmann sich freiläuft. Der mit der Flanke deckt in die Mitte und Uth jetzt alleine vom Torwart, aber er haut ihn daneben. Lämperle jetzt mit dem Steilpass zu Marc Uth. Der ist wieder frei vom Torwart, aber Trapp kann wieder parieren. Hector jetzt mit dem Eckstoß. Bringt ihn zu Uth an den zweiten Pfosten, aber der landet genau auf Trapp. Der nach rechts zu Almeida. Und jetzt Skiri, jetzt muss es schnell gehen. Thielmann über rechts mit dem guten Steilpass jetzt auf Marc Uth. Und Marc Uth muss ihn endlich machen und er macht ihn auch. 2 zu 0. Aber der VAR macht uns vielleicht einen Strich durch die Rechnung. Aber es war eigentlich kein Abseits, glaube ich. Ich weiß es aber auch nicht. Tor gegeben. Wir führen mit 2 zu 0. Doppelpack von Marc Uth. Almeida zu Skiri und dann Thielmann mit einem wunderbaren Steilpass auf Marc Uth, der ihn endlich auch mal macht. Nach seinem ersten Tor kommt jetzt das zweite. Skiri ist müde. Dafür kommt dann Krejci auf seine Position und Martell gibt seinen Comeback. Und ja, Kainz ist müde und war auch nicht so gut. Dafür kommt Lindenmeiner in die Partie. Krejci hat ein gutes Spiel gemacht, der ist aber auch müde, deswegen kommt Olesen rein.
Und auch Reynoso dafür Lampard in die Partie. Und Thiago Almeida jetzt über rechts mit einem guten Ball in die Mitte. Jakic kann erstmal klären. Götze mit dem schlechten Pass. Uth fängt den ab. Kommt da Fortuna dran. Meiner über links. Bringt den wieder in die Mitte zu Uth. Kann er in seinen Dreierpack machen? Kann er machen. Hattrick von Marc Uth. Er ist wieder in Form nach drei schwächeren Spielen von ihm. Macht er hier wieder drei Tore. Sehr, sehr schön. Und wir können es vielleicht aus der kleinen Minikrise, die wir jetzt hatten, mal rausschießen. Und hoffentlich wieder in den nächsten Spielen besser performen. Götze mit einem schwachen Pass, Tuta kommt nicht ran. Ja, Uth leitet den damit selber ein, spielt zum Meiner und macht den dann direkt mit einer Direktabnahme schön rein. Tigges kriegt ein bisschen Spielzeit und kommt rein für Marc Uth, der hat jetzt seine drei Tore gemacht. Freistoß jetzt für Frankfurt, Lindström wird den ausführen. Macht den wahrscheinlich direkt, der macht er auch, aber Horn wird dann super Parade. Meiner kann jetzt hier an Gegnern vorbeilaufen. Spielt einen guten Ball zu Tigges, der mit dem Schuss haut den da an die Latte, aber leider nicht ins Tor. Hector jetzt über links, spielt zu Martell. Reynoso jetzt muss so schnell gehen. Hector läuft nochmal über links und das ist vorbei. Wir gewinnen mit 3 zu 0 souverän gegen Frankfurt und schießen uns hoffentlich wieder aus der Krise. Ich lege die Hände zusammen und sage: Gute Arbeit von jedem hier, das war klasse. Man konnte die jüngsten Schwierigkeiten und Probleme bei Frankfurt nicht übersehen, hat das ihrer Mannschaft vor dem Anpfiff einen psychologischen Vorteil verschafft. Wir nehmen es mit jedem auf und müssen alles für den Sieg tun, wenn der Gegner Schwierigkeiten zu haben scheint. Sind Sie zufrieden mit einem beeindruckenden Resultat und einer Leistung wie dieser? Sehr glücklich, wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten und haben uns als das klar bessere Team erwiesen. Jetzt sind wir auch wieder auf Platz 6, das liest sich auf jeden Fall wieder angenehmer, aber wir müssen natürlich auch auf die Konkurrenz gucken. Hoffenheim und Freiburg sitzen uns nämlich dick im Nacken. Und auch die Champions League Plätze rücken schon weite Entfernung. Also na, viel weiter nach oben wird schon schwierig. Uth wird nach seinem Dreierpack mal wieder gelobt. Sie waren beim letzten Mal vor dem Tor richtig stark, setzen sie das fort. Und wir gehen in die Pressekonferenz nach dem Spiel. Woran liegt es Ihrer Meinung, dass sich Ihre Mannschaft mit dem Tore schießen und darum geht es im Fußball nun mal so schwer tut? Vielleicht können ja die Fans vor dem nächsten Spiel große Pfeile um das gegnerische Tor anbringen. Es kann nicht schaden. Wie haben sich die beiden Teams ihrer Meinung nach aus taktischer Sicht gegeneinander geschlagen? Ich fand es faszinierend und spannend. Ich bin sicher, damit stehe ich nicht alleine da. Sie haben bis jetzt alle Erwartungen zum Trotz eine brillante Saison abgeliefert. Die Saison wird von vielen mit Spannung verfolgt. Wie weit kann es ihrer Mannschaft noch bringen? Nun ja, wir haben selbst nicht damit gerechnet und es ist gewöhnungsbedürftig. Aber die Jungs sind davon überzeugt, etwas Unvergessliches in dieser Saison zu erreichen. Das halten sie von Marc Uths Treffer, der in der 60. Minute. Ja, war ein großartiges Tor und er hat es verdient. Sie müssen doch aus dem Häuschen sein nach Marc Uths Hattrick, oder? Ich bin sehr zufrieden mit Marcs tollem Beitrag zum Spiel. Es war eine Freude, Thielmann heute zuzuschauen. Wie zufrieden sind Sie mit seinem Spiel? Ich würde ihn nicht eintauschen wollen, nicht einmal gegen Angel Di Maria. Wie stark ist denn Marc Uth bitte in letzter Zeit? Alle 88 Minuten trifft er in dieser Saison. Das ist schon wirklich krank. 27 Einsätze, 29 Tore. Er hat noch viel mehr drauf und werden versuchen, das aus ihm rauszukitzeln. Ob das jetzt so ganz stimmt, bin ich mir unsicher. Aber in der nächsten Folge machen wir dann weiter gegen Stuttgart und auch Wolfsburg. 6 Punkte wären da auf jeden Fall schon wünschenswert, auch wenn Wolfsburg natürlich gut in Form ist, aber trotzdem, vielleicht geht da ja was. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt auch gerne einen Kommentar für Tipps oder ähnliches und abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, denn wir stehen noch ein Abonnent, da habe ich die 190. Das wäre sehr, sehr cool. Ciao.